Was ist Philipp Firefly, Kampf 12 gegen die Stahl-Top 4 mit einem Continue. So, Leute, willkommen zurück zu Suis Arena Letterburg. Dieses Mal mit Hawkeye. Falkenauge, das ist ja schön. Ja. Ich wollte schon sagen, so, es klang etwas seltsam. Auf jeden Fall schön. Wir spielen gegen Natsu, der beim letzten Mal in die Top 4 eingezogen ist. So ist es. Und dass er sich an der Stahl-Top 4 als erstes probiert mit seinem Feuerteam, also mit seinen vielen Feuer-Pokémon. War zu erwarten. Sonderlich, genau. Ja. Ich meine, Felix hatte einige Probleme mit der Stahl-Top 4, allerdings haben wir hier, wie gesagt, ein halbes Feuerteam. Mal gucken, wie es dieses Mal ausgehen wird. Ja, hier könnten vielleicht die Probleme eher bei der Wasser-Top 4 liegen. Wurde ja auch in den Kommentaren schon angemerkt. Weil auch Gestein schwierig sein dürfte. Ja. Wobei Wasser immer noch schwieriger als Gestein, weil der hat ja auch viele Kampfattacken dabei. Stimmt. Der gute Philipp. So, Genesect. Er legert sich natürlich erstmal. Selbstverständlich. Die Sache ist allerdings, ja, ich habe jetzt nicht wirklich was, den sehr effektiv trifft und nichts, was ihn one-hittet. Also, das einzig Logische, was ich tun kann, die Kehrtwende. Bam. Ja, ich habe so null Ahnung von Genesect. Das habe ich schon häufiger gehört, der gut Genesect, ja, ne? Ich hatte mir auch eins geholt bei, das war ja, ist ja ein Event-Pokémon, glaube ich, oder? Ja. Alles täuscht, aber irgendwie nie mich mit beschäftigt. So, übrigens, hier kam der Wechsel. Wow. Auf Metaross. Ich dachte mir so, komm, Feuerfeger ist so obvious, er wird bestimmt eine Kampfattacke machen, weil ich wollte, hätte eigentlich auch auf Featuren wechseln können und mit den Feuerfängern den Feuerfeger abfangen können. Stimmt. Aber entweder er hat nicht dran gedacht oder er dachte sich, okay, dann troll ich einfach mal und mach genau deswegen doch trotzdem die Feuerattacke, weil er das vielleicht denkt. Typisches Overprediction. Wollte ich auch damals Metaross down. Ja. Und der nächste Temposchub. So, jetzt habe ich ein verdoppeltes Init Logok vor mir, was alles sehr effektiv trifft in dem Team. Nicht gut. Eher ungut. Ziemlich, also für ihn umso besser, für mich eher so ein bisschen so, So, da haue ich Horus raus, weil ich dachte mir, okay, ich einzige Chance ist, ihn noch irgendwie sicher wegzukriegen. Ja, wollte ich gerade sagen, wobei Lucario ja auch einiges auf dem Kasten hat. Und das reichte nicht. Aber nicht das, genug. Ich mich da geärgert habe. Hast du wieder gefragt, wie viel KP es diesmal waren? Ich glaube, knapp über 10 oder 11, oh, ein bisschen ärgerlich. Wenig auf jeden Fall. Ärgerlich. Da dachte ich mir nur so, warum reicht der Turbo-Depp und ich, auf jeden Fall, ja. Nächster Temposchub, ab geht die Post. Jetzt ist er schon wahnsinnig schnell, schneller als alles, was ich hier habe. Ja. Da nützt auch das Wahlschall Genesect nichts, aber er macht Erdbeben, warum auch immer, schon wieder auf dem Luftballon-Pokémon. Hab ich mich auch gefragt gerade. Das hat ihn auf jeden Fall sein Logo gekostet. Ja. Ich glaube, das ist schon dreimal passiert, oder? Einmal auf das Schwebe-Rotom und zweimal genau. Auf dem Luftballon. Ja. Mensch, dazu. So, da kommt die Kaskade. Batsch. Die sollte auch ein bisschen schmerzen. Tut sie auch. Absolut. Oh ja. Da dachte ich mir, Kaskade wieder so offensichtlich, er macht bestimmt Drachentanz. Deswegen habe ich Verhöhner gemacht, damit er den nicht macht. Allerdings schon wieder falsch predicted und da kam doch die Kaskade und nicht der Setup Drachentanz. Mann, oh. So kann's gehen. Man kann nicht immer richtig liegen, Sumi. Selbst du nicht. Was soll das denn heißen? Ich lag schon oft falsch. So. Aber ja, du hast natürlich recht damit. Trotzdem ärgerlich. Auf jeden Fall, da kommt der Abschlag. Der galt natürlich dem Pokémon, was auch immer jetzt reinkommt. Aber Fiaro. Ah, Fiaro. Ja, Fiaro halt. Ja, das nutzt mir in dem Sinne jetzt aber eigentlich auch so ziemlich gar nichts, weil... Nicht wirklich. Ja, der Sturzflug, das war zu erwarten. Trotz nichts Effektivität wird das selbstverständlich reichen. Bam. Und da ist Heatran. Kaputt! Ja. So, als nächstes kommt das Impoleon. Und Impoleon halte ich immer noch für ein Pokémon, welches recht gut gegen Fiaro ankommt. Aber das dachte er sich wahrscheinlich auch. Und kehrt wendet raus. So, nächster Gegner ist dann wieder das Gyarados. So, leider, leider kann ich Gyarados nicht wirklich effektiv genug treffen mit Neptune. Eisstrahl, ich meine, jetzt bin ich zwar ziemlich schnell, aber das nutzt mir auch nichts, wenn ich nicht genug Schaden mache. Und da kommt auch der Setup Dragon Dance. Oh oh. So, noch ein weiterer Eisstrahl. Noch bin ich schneller, dank Agilität. Ich verdoppel ja, er erhöht nur 50%. Aber da so ziemlich jedes seiner Pokémon irgendwas hat, was Stahl sehr effektiv trifft, jedenfalls in diesem Team, geht auch Neptune schnell down. Wird eine enge Kiste.
Ja, vor allem, weil er jetzt noch seinen Angriff erhöht. Genau. Da er einen Pokémon besiegt hat. So funktioniert das nämlich für die Leute, die Hochmut nicht kennen. Hochmut ist eine tolle Fähigkeit zum Revenge-Killen. Oh ja, oder für Revenge-Killer. Und vor allen Dingen haben wir jetzt hier schon wieder meinen Angriff gesteigert. Ich dachte mir auch so, Mann, ich will ja mal meinen Spezialangriff gesteigern. Aber ja, das ist ja vom Verteidigungswert des Gegners abhängig. Aber war jetzt in dem Sinne auch egal, weil das hat dir gereicht. Kamikaze! Kamikaze! So. Wieder ein Pokémon mit vielen effektiven Attacken. Es hat Nahkampf, es hat Feuerattacken. Und da dachte ich mir auch so, okay, kill dich mal schön selbst mit deinem Flammenblitz. Batsch. Super effective. Also das heißt, kill dich mal schön selbst. Also mach dir mal schön selbst Schaden und krieg mal Eisenschlache Schaden so wohl eher. Weil dass das nicht reicht, natürlich ist logisch. Es hätte mich gewundert, wenn der Eisenstachel Arcani jetzt getötet hätte. Ja, das ist der Mega-Eisenstachel. Genau. Der zieht einfach 100% ab, so, da kommt Genesect. Mit Darmangriff steigt das Problem. Ich kann ihn mit nichts neutral treffen. Geschweige denn effektiv. Ja. So, das ist natürlich nicht effektiv und da kommt der Flammenblitz, der ziemlich weh tut, somit auf Vierfachschwäche. Ja. Batsch. Es ist ja eigentlich nur eine doppelte Schwäche, ne, wenn man es genau nimmt. Eigentlich ist es eine doppelte Schwäche, ja, mit vierfachen Schaden. Genau. Wenn man es mal ganz zerkleinert. So, da haben wir nichts auch mehr. Schon den Sieg gegen die Souverän. Ja, das war easy peasy, würde ich sagen. Jetzt ohne größere Probleme die Stahltop 4 schon mal weggefegt. Ja. Schön. Und dann wollen wir noch mal sehen, was als nächstes kommt. Zwei Angsttopf hier hat er noch, Gestein und Wasser. Mal sehen. Aber werden wir dann sehen. Wie oft habe ich jetzt schon sehen gesagt? Keine Ahnung, sehen wir gleich. Bis gleich. Kampf. Bis gleich. Mal sehen. Aber mal gucken. Ja. Versus Philipp Firefly, Kampf 13 gegen die Gesteinstop 4 mit einem Continue immer noch. Yeah, so und ist da ist sie auch schon. Austausch, Metagross, Arcani, Gyarados, Logok und natürlich der Sturzflug. Selbstverständlich der Sturzflug. Und ja, trotzdem, ne? Man sieht, er hat drei Feuer-Pokémon dabei, aber zwei von denen können Kampfattacken. Und er hat noch Metagross mit Stahlattacken, die auch sehr effektiv sind. Wir haben noch hier Gyarados mit Erdbeben und Wasserattacken. Austausch mit Wasserattacken. Ja. Also Chancen, er ist nicht chancenlos. Genau, das wollte ich damit sagen. Ja. Trotz vielen Feuer-Pokémon. Genau. Natsu will mit dir kämpfen. Das ist wunderbar. Er fängt an mit Logok gegen Destoroyah. Despota. Der ist wirklich ein Despot. Ja. So. Da geht er erstmal natürlich für Megalogok auch wieder. Keine Überraschung. Kennen wir alles bereits. Und du, gehst du für fällt Nein. volles Rohr drauf rein. Ja. Wisst ihr, das finde ich schön. Ich habe Mega Lucario von Felix genau mit dieser Methode gekillt und ich kill Mega Logok auf die gleiche Art und Weise. Mit dem unerwarteten Fokus gut auf Despota. Ja, das ist wirklich nicht allzu häufig, das stimmt. Weißt du, allein das macht mich schon happy, dass es zweimal funktioniert hat bisher, beide Male. Ja. Genau dafür ist es ja tatsächlich da quasi gewesen, so Überraschung. Quatsch. Und da kommt der Patroni, der killt natürlich dann noch Despota und ich hab's dann noch sterben lassen, weil ich langsamer bin als alles, was er noch hat mit Despota. Man könnte jetzt sagen, vielleicht Sandsturm noch raus und später, aber nee, so wichtig war mir denn doch nicht. Obwohl ich mein Terrakium, das mit Erdbeben knapp über die Hälfte abzieht und Schmerzen kriegt von dem Eisenschädel. Mhm. Aber überlebt. Aber ja, dann kommt der Patronenhieb. Bam, und Metagross macht ja gerade einen guten Job. Killt erstmal den letzten KP weg von Despota, killt dann nochmal Terrakium. Und da kommt Amoroso. Noch wieder der Patronenhieb. Ja. Also warum auch immer. Vielleicht, weil er dachte, er stirbt eh. Was korrekt ist. War richtig gedacht, der Gute. Richtig, genau, da hat er richtig gedacht. Weil Amoroso ist ja nicht so unbekannt, dass er den Hausbruch kann. Insofern eine clevere Entscheidung, nochmal angegriffen zu haben. So, und da kommt auch der Hausbruch von seinem Austausch. Njum, 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 njum. Oje, oje. Oje, oje, ja. Wenn er mal sich was Haus bricht, wenn er jemand mal sein Haus bricht, so nenne ich mal, kann das schon wehtun. Da kommt aber eine Kraftreserve Pflanze. Oh.
und macht natürlich extrem Schaden. Aber der Focus Gold war natürlich auch keine Überraschung, haben wir auch schon mal gesehen, glaube ich, auf Austausch. Ja, auf jeden Fall. Und da kommt die Kalkklinge. Batsch, die nicht reicht. Hat er nichts anderes gehabt, mit dem er dich hätte killen können vielleicht? Was hat er denn drauf? Eissplitter ist natürlich nicht sehr effektiv, stimmt, aber eigentlich hat so ein Ding auch Felswurf. Eben. Mit einer Stärke von 25, 125 insgesamt. Das kann ja auch mal sein, dass ein Volltreffer dazwischen ist und so weiter. Ja. Wäre also an sich sowieso stärker gewesen als die Kaltklinge. Trotz Step. Weil trifft ja neutral. Ja, so ist es. Allerdings kommt da jetzt die Kaskade und killt mein armes Amoroso. Und der Hochmut. Und der Hochmut kommt wieder dazu, sich zu boosten. Aber ich habe meine Aerodrag Chiggle draußen, was so ziemlich schneller sein dürfte als alles Mögliche hier. Außer halt Fiaro mit Sturzflug. Aber an sich trotzdem eine höhere Energie als Fiaro. Nur halt nicht die Prio. Die Prio! Mensch, die Prio! Und da kommt der Donnerzahn, der tut natürlich weh. Ja. Garados tut alles weh, was mit Strom zu tun hat. Das stimmt, in der Tat. Mit Strom, mit Elektrizität, Strom, genau. Genau. So, auf jeden Fall, da kommt Arcani. Der kriegt erstmal eine Steinkante zu spüren. Batsch. Und auch das ist ein One-Hit-KO mit einem Critical Hit. Und da kommt Fiaro. Was auch immer das hier verloren hat, in der Gesteins-Top 4. Ja, irgendwie nicht so viel, ne? Ich meine, es kann tatsächlich manche neutral treffen mit Sturzflug. Terrakium und Wheelie zum Beispiel. Das war's auch schon. Ja, da ist trotzdem das Continue weg. Ja, das war's mit dem Continue. Das hat nicht so gut funktioniert. Nee. Das heißt, jetzt hat er sich festgefahren. Er muss die Gesteinstop 4 beim nächsten Mal nochmal probieren. Im nächsten Part erfahren wir dann, alles ob er weitermacht. Genau, genau, wieder mal alles oder nichts. Meine der dritte Gute. Schon, glaube ich, ne? Ja, das ist. Die wissen Bescheid. Die Leute, die in die Top 4 kommen, die machen es immer so eng. Ja. Aber beim nächsten Mal, Leute, alles oder nichts. Weiter für Natsu oder Endstation. Wir werden es sehen in der nächsten Folge von Suis Arena Leiterburg. Bis dahin, ciao.